Hallo Leute, mein erstes YouTube-Video, yay! Ich bin total nervös, aber ich hoffe, ich mache es trotzdem gut. Mein Name ist Patrick Duller und wieso ich hier sitze, ich kann ganz stolz sagen, dass ich ein Buch veröffentlicht habe. Yay! Und weil ich das habe, würde es mir ja nichts bringen, wenn ich jetzt da sitzen würde und darauf warten würde, dass ich das einfach so verkaufe. Deswegen mache ich jetzt ein YouTube-Video und hoffe, dass ich euch das Ganze ein bisschen schmackhaft machen kann. Ganz einfach, es ist ein Fantasy-Roman, heißt Die Welten von Sethys. Und wie der Name schon sagt, es geht um verschiedene Welten, zwischen denen man hin und her reist. Vordergründig, ihr werdet schon merken, ist es ein ganz normaler Fantasy-Roman. Es hat auch alles, was ein Fantasy-Roman hat. Es hat böse, finstere Kreaturen, es hat Drachen, es hat Magie, es hat Kampf, es hat einen Helden, es hat einen Anti-Helden. Alles, was in einer Fantasy-Geschichte nun mal vorkommt. Das ist aber nur der vordergründige Teil. Eigentlich geht es um viel mehr. Es geht nämlich um mehrere Völker und was passiert, wenn mehrere Völker zusammen sind? Es gibt Vorurteile, es gibt Streitigkeiten, es gibt Probleme einfach. Dann gibt es aber nicht nur die Probleme, die die natürlich miteinander haben, sondern auch die Probleme, die ein Mensch mit sich alleine ausfechten muss. Also der innere Kampf mit sich selber finden, rausfinden, wie man eigentlich in der Welt klarkommt, sowieso wenn es sogar mehrere Welten gibt. Dann geht es um Träume, man will Abenteuer erleben, um Liebe, natürlich gibt es Liebe in meinem Buch, das gehört sich natürlich so. Und es ist nur vordergründig eine Fantasy-Geschichte, also es muss euch nicht abschrecken. Und im Prinzip begleitet ihr unseren träumerischen Freund Tokion, während er versucht, völlig unerwartet eine junge Frau, die er überhaupt nicht kennt, rettet er vor einer Gefahr und ohne dass er es will, landet er dann in einem Abenteuer, das erstmal viel zu groß für ihn ist und das sich auch noch ausweitet in Folgen für ihn und alle anderen, die er so mag und liebt, die er vorher überhaupt gar nicht absehen kann. Und es ist ein, wie ich finde, wunderbares Abenteuer, zu dem ich euch gerne alle einladen würde. Ich kann euch jetzt natürlich im ersten Video nicht viel mehr erzählen, weil ihr sollt es natürlich auch lesen und ich will ja nicht spoilern. Es gibt aber in der Videobeschreibung dann nachher auch Links, wo ihr eine Leseprobe haben könnt und wo ihr das dann natürlich auch kaufen könnt. Ihr könnt natürlich auch einfach in den Buchladen gehen und es unter dem Titel und der ISBN bestellen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen einen Vorgeschmack gegeben. Es werden aber, denke ich, noch weitere Videos kommen. Ich weiß jetzt nicht, wie das erstmal angekommen ist. Ich hoffe gut, ich habe mich echt angestrengt und wenn es euch gefallen hat, kauft das Buch oder lest euch die Leseprobe durch und gebt einen Kommentar ab. Wenn es ganz toll war, abonniert gerne auch meinen Kanal. Ihr kriegt alle Links, die ihr braucht, unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ich habe das Ganze fürs erste Mal recht gut gemacht und bin saufroh, dass ihr mir hier zugehört habt, wie ich hier rumstammle. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, hoffe ich. Alles Gute, danke, ciao Leute.